mach kurz eine Aufnahme. Aber du hältst den Paddel mal in die Paddel hoch. Gut, Kamera. Moin. Wir sitzen hier gerade im Kajak auf dem Wasser. Der Große ist mit mir mit. Wir machen ein Abenteuer. Ist das richtig? Ja. Genau, wir machen ein Abenteuer. Ein bisschen mal rauspaddeln. Wir müssen ja auch gar nicht lang paddeln, ne? Aber du wolltest ja mal mit deinem Paddel hier auch raus. Und von daher paddeln wir hier einfach mal im Wasser lang und gleich auch wieder zurück. Die Frau wartet mit der Kleinen dort. Und wir paddeln jetzt weiter. Moin. Oh, hier ist eine rote Linie. Vom Kajak. Einmal jetzt auf Stand-up Paddleboard. Und raus aufs Wasser nochmal. Bibi wollte gleich auch nochmal raus. Muss hier gerade mal gucken, dass ich hier rüber komme. So. Genau, kurze Aufnahme. Ich meine, vom Paddleboard aus auf dem See ist das doch schon mal ein geiler Ausblick. Ich denke, ihr seht das wahrscheinlich auch. Das ist der Mount Rainier, der sich dort hinten noch versteckt. Mehr oder weniger heute mit klarem Himmel. Und genau, ich dachte mir, ich paddel jetzt echt noch mal hier extrem rüber. Von hinten bin ich gestartet, haben wir hier quasi so einen Rundgang gemacht. Jetzt will ich gleich schnurstracks wieder zurück, damit ich auch nicht zu lange weg bin. Ich hatte ja gestern Abend noch berichtet von unserem Ausflug. Das war lang genug, gestern der Tag. Ich konnte heute ein bisschen mit dem Großen ausschlafen, die Lütte war schon wieder früher wach. Vivi hatte dann zum Mittag einfach nochmal 2 Stunden, glaube ich, oder 1,5 Stunden Schlaf nachgeholt. Und ansonsten haben wir für heute hier auch nichts Großes geplant. Das ist unser ganzer letzter Tag. Und morgen gegen Mittag kommen die Hausbesitzer quasi zurück. Das heißt, morgen Vormittag ist auch eigentlich nur Frühstück und dann aufräumen, alles klar Schiff machen, ins Auto laden und dann warten, bis sie da sind, dass wir dann ja, uns auf den Weg machen können. Und ich würde sagen, ich paddel jetzt wieder langsam zurück. Ich hoffe, ihr genießt den Ausblick, weil ich habe dich gerade gar nicht mehr da hinten. Ich werde den dann noch mal ganz kurz genießen und noch mal ein Foto machen hier. Und ansonsten wird auch heute nur noch ein bisschen was Zeit im Garten verbracht und auf dem Balkon mit Spielen für die Kinder halt. Dann machen wir nachher Essen und lassen den Abend dann auch mal zeitig und ganz entspannt auslegen. Von daher halte ich mich heute etwas kürzer und würde sagen, wir sehen uns vielleicht noch später oder halt uns einfach morgen. Bis dann!
Moin. So, mal Sprachfeedback von uns. Wir haben um, ich glaube, 11 Uhr, ich habe hier einen Bommel im Gesicht, 11.30 Uhr haben wir circa die Unterkunft verlassen, glaube ich. Zwischen 11 und 12 wollten die Hausbesitzer wieder zurück sein. Das waren sie auch. Wir haben also bei unserem zweiten House-Sitting noch gefrühstückt. Und dann... Das ist nicht wie im Flugzeug, weil... Und genau, haben noch gefrühstückt, dann gab es noch Spielzeit für die Kinder. Wir haben uns abwechselnd fertig gemacht und abwechselnd Tasche gepackt. Wie wird erst alles gepackt für die Kinder und sich? Und dann habe ich meine Tasche gepackt und das alles ins Auto gebracht. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit gehabt, mit Bailey draußen zu spielen. Und auch, genau, dass der Große und die Lütte nochmal, der Große spielen konnte, die Lütte hat geschlafen auch nochmal. Und dann kamen die auch schon. Ich war etwas verwundert, warum Billy so aufgeregt weggelaufen ist, aber das erklärt sich dann natürlich. Und wir sind jetzt hier bei unserem dritten House-Sitting und dem letzten House-Sitting, was wir wahrscheinlich noch haben werden, während unserer Reise. Denn in Florida erwartet uns eine andere Gastfreundschaft. Und von daher sind wir jetzt hier nach Seattle gefahren. Wir sind hier in White Center, heißt das, in der Stadtteil. Man hat hier auch nochmal wieder Blick auf den Mount Rainier. Ich zoome jetzt mal rein. Und wieder raus. Also hier ist auch ein cooler Ausblick. Das ist die Dachterrasse. Das ist so ein modernes Gebäude. Hier dreistöckig und dann halt noch Dachterrasse. Und die haben eigentlich zwei Hunde, zwei Katzen. Ich setze mich mal so hin, dass ich nicht ganz geblendet werde. Zwei Hunde, zwei Katzen. Die zwei Hunde haben sie aber irgendwie mitgenommen. Und die zwei Katzen sind halt noch hier, das heißt relativ eigentlich überschaubar für uns, was wir hier tun müssen. Nämlich nur das Katzenklo sauber machen und gucken, dass Trinken und Essen reichlich gefüllt ist. Dafür dürfen wir hier kostenfrei wieder übernachten und haben eigentlich eine coole Unterkunft dafür. Der einzige Nachteil für mich aktuell, wie ich heute festgestellt habe, ist definitiv die Allergie. Denn diesmal ist es halt eher eine Katzenhaarallergie. Wie es aussieht, ist ein bisschen mehr. Es kann aber auch noch damit zusammenhängen, dass ich einfach von davor in der ganzen Allergiegeschichte die ganze Zeit ja eh angeschlagen bin und das dann natürlich ja, sich noch mehr zeigt. Naja, hier habe ich auf jeden Fall ein bisschen frische Luft. Mal zum Durchatmen und mal schauen, das werden wir schon irgendwie hinkriegen mit den Katzen und genau, irgendwie die Zeit jetzt hier auch genießen können. Auf jeden Fall, heute ist Samstag, wir sind jetzt noch genau eine Woche da. Nächste Woche Samstag reisen wir ab und von daher wollen wir mal schauen. Da hinten können wir auch Seattle Downtown sehen. Da müsste es, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und da wollen wir auf jeden Fall auch nochmal hin. Ein bisschen uns die Stadt anschauen und dann halt eigentlich auch nochmal zu Mount Rainier. Und genau, ich, wie ihr seht, kämpfe noch ein bisschen mit der Allergie. Vielleicht tut auch meine kalte Dusche gut. Werde jetzt auf jeden Fall wieder runtergehen. Wir haben jetzt schon gerade Abendbrot gegessen. Wir sind hier gut angekommen. Das war nur eine Stunde Fahrt. Eigentlich zwei Stunden, aber wir haben gedacht, eine Stunde kürzer. Dafür zahlen wir auch die $5,50 Mautgebühren über eine Brücke. Und das hat sich definitiv gelohnt. Für die Kinder kürzere Fahrt. Wir hatten noch genügend Zeit, um einfach noch einen Zwischenstopp für Einkauf zu machen. Haben wir eigentlich schon viel Essen für die Abende halt eingekauft, dass wir gar nicht groß woanders hin müssen, sondern alles an Essen hier in der Unterkunft machen. Frühstück und Abendessen. Mit 1, 2, 3 Puffer, dass man mal sonst spontan was anderes machen kann. Und weil wir danach ja auch weiterfliegen und nicht weiterfahren, wollen wir natürlich auch nichts groß horten. Von daher ist jetzt hier erstmal ankommen gesagt. Die Lütte hustet noch ein bisschen. Der Große hatte jetzt gestern und heute Fieber. Auch wenn er sich jetzt ganz gut wacker schlägt, war es im Laufe des Tages mal ein großer Tiefpunkt auch. Da müssen wir mal ein bisschen das Ganze beobachten oder dann auch einfach die Woche hier nutzen, um uns auszuruhen. Genau. Okay, so viel von uns. Ich würde sagen, ich gehe jetzt wieder nach unten und verabschiede mich in den Tag, von dem Tag. Tschüss. Moin. So, erste Nacht haben wir soweit gut verbracht. Außer das wahrscheinlich früher Aufstehen für die Frau, wenn ich denn gut verbracht sage. Oh, hier ist ein Fleck. Das sieht besser aus. Genau, und wieder heute super Wetter, das soll auch die ganze Woche so bleiben, irgendwie, also heute ist Sonntag, Dienstag soll es wohl mal ein paar mehr Wolken geben,
Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir Dienstag dann vielleicht auch nach Downtown reinfahren. Ansonsten haben wir ja für hier, für Seattle auch gar nicht so viel geplant. Wenn wir dann Dienstag feststellen, dass es in der Stadt noch ganz viel Tolles gibt, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, einen der Tage da ja auch nochmal hinzufahren. Wir recherchieren jetzt quasi gerade, ob es sich lohnt, mit dem Mietwagen reinzufahren oder doch eher mit dem öffentlichen Nahverkehr. Einen Tag wollten wir ja auch nochmal zum Mount Rainier fahren. Das heißt, das schauen wir uns auch nochmal raus, wo es sich da für uns am besten lohnt, weil wir jetzt ja quasi in Seattle nördlich vom Mount Rainier sind. Also sollten wir uns auch eher Plätze raussuchen, die halt nördlich vom Mount Rainier liegen. Vielleicht irgendwie ein See oder irgendwelche anderen Parks und natürlich auch gleichzeitig auf der Seite der National Parks schauen, ob diese Wege oder sonstiges frei sind. Ja, natürlich kann ich das. Genau, jetzt machen wir uns auf den Weg zum Spielplatz, wo wir gestern waren. Gestern haben wir dann noch ganz kurz gehalten, haben noch einen kleinen Spaziergang gemacht. Hatte ich, glaube ich, gar nicht groß berichtet in der Abendaufnahme noch. Meine Allergie hat sich auch ein bisschen gebessert. Vielleicht hat mein Immunsystem einfach aufgegeben. Wir müssen einmal hier rechts. Was wollte ich noch sagen? Achso, genau, wir waren gestern auf dem Spielplatz, aber da war der Große einfach so platt. Der hat ja, wie gesagt, auch ein bisschen Temperatur und Fieber, dass er überhaupt gar keine Lust hatte auf Spielen. Er wollte dann nur noch kuscheln und auf den Arm. Das haben wir dann auch gemacht, sind dann direkt zur Unterkunft. Und da haben wir ganz entspannt ja nur noch den Abend verbracht. Die Lütte ist eigentlich soweit wieder fit, würde ich sagen. Die hustet noch manchmal ab und zu, aber die kugelt hier überall durch die Gegend, krabbelt und will vor allem immer laufen. Wenn man ihr dabei nicht hilft, dann wird sie sehr, sehr schnell grantig. Und von daher haben wir jetzt gedacht, wir gehen jetzt noch mal raus zum Spielplatz, geben dem Ganzen noch mal einen neuen Versuch. Und wir haben ein paar Empfehlungen hier von unseren Hausbesitzern bekommen, wo man hier Bäckerei, Coffeeshops oder sonst was mal abklappern sollte. Das heißt, auf dem Weg zum Spielplatz machen wir das auch mal und verbringen den Tag einfach ganz entspannt. Von daher, bis später. Das anderes Bild hier von uns, anderes Setting, andere Uhrzeit. Es ist nämlich irgendwie kurz vor 10 abends, draußen ist es schon dunkel. Die Kinder sind im Bett und da werde ich auch demnächst hingehen, aber Torben hat gerade gefragt, ob ich noch ein bisschen was erzählen mag. Genau, gestern waren wir im Park, haben wir spontan ein bisschen einen längeren Spaziergang gemacht. Der war auch eigentlich, fand ich, recht schön, da dann am Wasser. Hin und wieder hat man da auch eine Robbe im Wasser gesehen. Die halten sich da wohl auch gerne mal auf. Genau, fand ich eigentlich ganz schön. Es war halt auch super, super warm. Und dann sind wir wieder zurück und Tom hatte noch gefragt, was ich gerne essen möchte, so quasi zum Muttertag. Und ich hatte irgendwie Lust auf Pizza. Aber irgendwie war uns das zu teuer, was es so in der Umgebung gab. Und dann haben wir da noch so entschlossen, beim Supermarkt einfach eine Pizza zu kaufen. Und die hier dann in der Unterkunft fertig zu machen. Genau, und irgendwie, ja, hingen wir so ein bisschen durch, beziehungsweise der Rest der Familie, oder sagen wir mal eher der männliche Anteil, um mal ganz bei den Fakten zu bleiben, weil unsere kleine Maus war ja ein bisschen krank, mit der waren wir ja auch beim Arzt und die ist jetzt eigentlich wieder ganz fit. Ich halte mich soweit wacker. Genau, den Großen hat es ein bisschen erwischt. Mit Fieber, es ging so ein Auf und Ab, auch wie so die Stimmung ist. Und genau, es war dann eben so, dass wir dann gegen Abend gemerkt haben, dass es dann halt wieder ein bisschen schlechter wird, dass die Stimme plötzlich weg war, beziehungsweise sehr heiser war und Torben auch schon den Tag über immer wieder mal Beschwerden hatte. Genau, und deswegen hatten wir uns dann abends dazu entschlossen, noch einen Termin zu machen, sowohl für Torben als auch für unseren Großen. Und ja, heute Morgen haben wir irgendwie so gut es ging ausgeschlafen und die Zeit dann hier noch verbracht
Und man hat schon gemerkt, dass der Große ein bisschen, ja, geschlaucht ist, geschwächt ist, und sind dann ins Kinderkrankenhaus hier in Seattle gefahren, was echt super aufgebaut ist, total modern, finde ich, für die Verhältnisse, die ich so kenne. Und genau, die waren total nett dort und haben das ganz toll gemacht. Und unser Großer hat das super, super gut gemacht. Also wir waren sehr positiv überrascht. Genau, leider, ja, was das dabei rausgekommen war, war jetzt nicht ganz so schön. Und zwar hat er an einem Ohr eine ziemlich starke Entzündung und kriegt jetzt Antibiotika. Natürlich nicht so schön, aber umso besser, dass wir auch hingefahren sind und einmal das abgeklärt lassen haben. Und genau, das sollte jetzt auch in den nächsten 2-3 Tagen dann auch deutlich besser werden, auch kein Fieber mehr da sein. Und da drücken wir jetzt natürlich die Daumen, dass das auch so wird. Genau, von dort aus haben wir dann einmal kurz eine Eispause gemacht für das Tapfersein und ein bisschen Zeit zu schenken. Und dann ging es weiter direkt zum Arzt für Torben. Das hat sich ein bisschen länger hingezogen alles. Es war irgendwie ein bisschen blöd, weil Torben immer mal gefragt hat, ob er dann jetzt mal kurz raus kann, um uns Bescheid zu sagen. Wir haben dann halt, ich habe mit den Kindern im Auto gewartet und die meinten immer so, ja, es dauert ja alles gar nicht so lange und so. Aber letztendlich, ja, waren es irgendwie 2 Stunden oder so. Und ich habe halt versucht, die Kinder ein bisschen zu bespaßen. Die kleine Maus ist irgendwann nochmal eingeschlafen. Hat dann irgendwie auch 45 Minuten geschlafen, bis dann Torben da endlich fertig war. Ja, das war irgendwie dann halt nicht so ganz so gut. Aber haben wir irgendwie auch gemeistert und dann sind wir jetzt wieder zurück. Das einzig Gute war wohl halt jetzt, dass ja, Torben und unser Großer auf jeden Fall mit Medikamenten versorgt sind und es hoffentlich jetzt besser wird. Und es war irgendwie auch ganz cool, schon mal ein bisschen was von der Stadt zu sehen, weil wir da quasi einmal mit der Autobahn quasi durch die Innenstadt gefahren sind und die Skyline so gesehen haben. Das war irgendwie schon cool. Genau, und jetzt hoffen wir einfach, dass wir alle gesund werden, gesund bleiben und ja auch noch ein bisschen was von unserem Aufenthalt hier haben, dass wir noch was sehen können. Ich persönlich hatte mich eigentlich total auf Seattle gefreut. Genau, und haben da so ein bisschen was auch auf unserer Liste, was wir rausgesucht haben. Deswegen, genau, hoffen wir mal, dass wir da morgen uns mal auf den Weg in die Innenstadt machen können. Und genau, machen das aber halt so in dem Tempo, wie es halt eben halt passt und möglich ist. Und genau. Soweit erstmal dazu. Mehr gibt es dann wieder morgen. Und ich glaube, ich verabschiede mich jetzt erstmal und sage auch gute Nacht.